Many years ago, in a land far away, a magical stone was found. Only one mighty wizard had the power to control the magic within. To this day, only a real Merlin is able to put its power to use against anyone who dares to compete. Are you ready to meet the beast? Einen wunderschönen guten Abend hier aus der altehrwürdigen Hackro Arena. Eigentlich sind so die Tage vom Volksfest, die Spätsommertage, auch ein untrübliches Zeichen, dass es in der Hackro Arena wieder losgeht. Auch dieses Jahr ist es so. Die Mannschaft steht voll im Training, aber unsere mittlerweile schon traditionell gewordene Spieler- und Mannschaftsvorstellung findet dieses Jahr digital statt. Aber ich verrate euch eins, genauso leidenschaftlich, genauso herzlich und genauso pure Magic, wie wir die letzte Saison gespielt und auch beendet haben. Von daher herzlich willkommen hier im Livestream bei YouTube und bei Facebook. Schön, dass ihr alle da seid und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Merlins TV Team, das wir nachrekrutiert haben, wieder ins Leben gerufen haben. Und ich freue mich genauso an meiner Seite heute Markus zu haben. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich drauf, mit dir gemeinsam die nächste Stunde verbringen zu dürfen. Hallo Daniel und natürlich auch hallo an alle Merlins-Fans draußen an dem Bildschirm. Ja, heute ist wirklich viel wie früher. Wir sind in der altehrwürdigen Hackro Arena. Merlins TV ist am Start. Die Spielervorstellung steht an und doch, wenn ich so in der Halle rumschaue, einer fehlt. Ihr seid das, die Fans fehlen heute und das macht uns umso froh, dass wir euch hier mit reinholen können heute durch diesen Livestream, durch den ihr uns mit begleiten könnt. Wir haben Interaktionen. Ihr schreibt uns im Chat eure Fragen. Ein paar haben wir schon. Macht mit. Fragt die Spieler. Wir fragen Martin und Ingo einiges. Dann auf jeden Fall wird es sehr interessant und ja, wir wünschen euch viel Spaß und jetzt startet gleich die Spielervorstellung und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Die Jungs sind schon heiß. Gleich geht's los. Ja, unser Maskottchen Houdini kommt schon aufs Feld. Er darf natürlich nicht fehlen. Der Mann oder die Frau, man weiß es nicht genau, der die Arena Hohenlohe ein aufs andere Mal zum Beben gebracht hat. Auch diese Saison wird er natürlich Teil der Mannschaft und Teil des Teams sein. Das schönste Maskottchen in der BBL, finde ich. Und da kommen sie auch schon, unsere Nachwuchsspieler, angeführt von einem bekannten Gesicht, Alexa Kovacevic. Wer in München das Endturnier gesehen hat, hat ihn gesehen. Ihm gefolgt Carlos Kors und Matej Zeidel, zwei Neuzugänge, mehr dazu später. Ja, und da kommt auch schon ein ja, alter Bekannter aus der Easy Credit BBL, Trey Bell-Heinz, einer unserer Aufbauspieler. Und hier kommt unsere Nummer 3, ihr kennt ihn alle, Mo Stucky, Papi geworden und hier verlängert, das freut uns natürlich alle. Wir freuen uns auf eine geniale Saison mit dem Shooting Guard. Und auch ein altes Gesicht, er war damals Teil unserer Pro-A-Mannschaft, hat für Aufsehen gesorgt in den Benelux-Staaten. Unsere Nummer 4, May the 4th be with you, Nimrod Hilliard. Und da kommt das letzte Puzzlestückchen, so ist es ja immer angekündigt worden. Unsere neue Nummer 7, Haywood Highsmith. Heute das erste Mal im Mannschaftstraining, hat seinen zweiten negativen PCR-Test bekommen und wir freuen uns, dass wir ihr euch heute exklusiv präsentieren können. Ja, und ich bin so glücklich, dass er weiterhin Teil unserer Mannschaft ist. Ich habe ihn immer als das Phantom bezeichnet. Das muss ich mir irgendwie überlegen nach dem Turnier in München. Er ist weiterhin da. Fabi Black, unsere Neun. Und der nächste neue Spieler im Kader der Merlins 2021. Unsere Nummer 11, Tim Coleman, Forward seines Zeichens. Und 1920 Player of the Year in Finnland. Und er hat den Sprung von Baden-Württembergs guter Mannschaft zu Baden-Württembergs Geistermannschaft geschafft. Von Ludwigsburg hier nach Crailsheim, die 13, 19 Jahre alt, Radi Kaisin. Und jetzt wird es richtig groß. 2 Meter und 8, 101 Kilo schwer. Unser neuer Center, Jamoni McNeese. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin gespannt, ob nachher da noch ein Korb hängt. Jumping Jamoni.
unsere 22. Er bleibt auch dabei. In München auch sehr, sehr gut gespielt. The Daddy. Man hört, er hat die Mannschaft auch sehr, sehr gut schon an sich rangenommen. Hat die Jungs begleitet, die hier neu sind. Dejan Kovacevic. Und jetzt kommt der nächste Spieler mit der Nummer 24. Auch ein neues Gesicht. Hat letztes Jahr in Österreich gespielt. Jeremy Jones. Ja, wir haben die drei Finnen komplettiert. Aber doch zuerst noch unser nächster Assistant Coach. Er war auch letztes Jahr schon da, trägt viel Verantwortung in der Jugend, hilft auch in der ersten Mannschaft aus. Marko Stankovic. Und Daniel hat es gerade schon angekündigt. Aus zwei Finnen haben wir dieses Jahr einfach mal drei gemacht. Neu dazugekommen und zuständig für zum Beispiel Videoanalyse und Scouting, Coaching. Juho Kailio, herzlich willkommen in der Merlins Family. Ihr seht schon, ganz gelassen, ein richtiger Finne. Ja, er macht auch vom durchtrainierten Eindruck, glaube ich, Jonas, ordentlich Konkurrenz. Wir sind schon beim Stichwort. Er ist weiterhin Co-Trainer, Assistant Coach in unserem Team, Jonas Isalo. Tja, und einer fehlt jetzt noch aus dem Trainerstaff und das war neben Jonas natürlich eine der wichtigsten Entscheidungen, die für diese Saison gefallen ist. Unser Trainer aus, ja, den kennen wir ja mittlerweile schon länger, hat auch verlängert. Thomas Isalo ist auch weiterhin Head Coach bei den Hackro Merlins Crailsheim. Und ein sehr gutes Zeichen, alle Spieler applaudieren, das heißt, das Training war vermutlich noch nicht so hart. Noch nicht so hart, aber wir werden es heute sehen, also ihr werdet dabei sein bei einer Trainingseinheit. Ihr werdet dann noch ein Trainingsspiel sehen, also freut euch auf diese Stunde, die wird ruckzuck vorbeigehen. Applaudiert nochmal von zu Hause der Mannschaft. Die Mannschaft applaudiert euch, Merlins-Fans. Ja, das ist unser Team, Hackro Merlins 2020, 2021. Ich freue mich drauf. Es wird eine spezielle Saison, aber ich glaube, wir alle können mittlerweile mit der speziellen Situation, die nicht nur hier in Crailsheim herrscht, umgehen. Wir machen noch ein ganz kurzes Mannschaftsfoto. Die Mannschaft natürlich ist Corona-konform unterwegs, aber alle, die sich jetzt sonst bewegen, natürlich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand. Ja, und nachdem unsere Jungs das Foto gemacht haben, steigen wir auch direkt in das Training ein. Wir beide, Markus und ich, versuchen euch natürlich den einen oder anderen Spieler noch ein bisschen näher vorzustellen, noch ein paar Infos, um die Mannschaft herumzubauen, so dass die nächste Stunde, du hast es gesagt, sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurzweilig ist. Wir wollen aber natürlich auch genauso auf eure Fragen eingehen. Und ich sehe schon, dass Benny Glützerwald gefragt hat, welcher der Neuzugänge hat denn früher schon in Merlins Bettwäsche geschlafen? Das ist eine Frage, die müssen wir nachher vielleicht Ingo oder Martin stellen. Ich wusste gar nicht, dass es Merlins Bettwäsche gibt, aber also, Benny, wenn du den Link hast, hau ihn mal in den Chat rein. Ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber man weiß ja, dass die Spielerwohnungen alle mit Merlins Bettwäsche ausgestattet sind. Da gibt es nichts anderes. Martin macht da keine Kompromisse. Bis ins letzte Detail wird das geplant. Also ist Nimrod auf jeden Fall schon mal in Merlins Bettwäsche aufgewacht. Markus hat Insiderwissen. Und viel gefährliches Basketball-Halbwissen, mit dem ich euch jetzt auch die nächste Stunde hoffentlich unterhalten werde. Aber ja, das gefährliche Basketball-Haltwissen sollte eigentlich allen Merlins-Fans bekannt sein, denn Markus hat jahrelang auch den Stream der Spiele aus der Arena Hohenlohe rausmoderiert, als wir noch in der zweiten Liga gespielt haben. Lang ist her. Oh. Aber genauso haben wir heute auch noch ein kleiner Fun-Fact, das Merlins-TV-Team von damals rekrutiert. Wenn ich mich hier so umdrehe, alles bekannte Gesichter, bisschen älter geworden, aber ansonsten genauso sympathisch wie früher. Und das ist auch irgendwie Merlins-like. Wenn die Merlins rufen, wenn es eine Idee gibt, was man tun kann, dann sagt da keiner nein, sondern dann ziehen wir gemeinsam durch, reaktivieren den Stream, damit wir einfach gemeinsam mit euch heute hier einen schönen Abend haben können. Und das Training beginnt eigentlich wie, ja, so ein Basketballtraining beginnt. Stabilisierungsübungen und Werfen. Apropos Trainer, in der aktuellen Ausgabe der Big Zeitung ist ein sehr interessantes Interview mit Thomas Isalo, from Coach to Coach. Und ich weiß nicht, wie es euch zu Hause an den Bildschirm geht, aber wenn die Saison nicht, sage ich jetzt mal, unterbrochen worden wäre, dann wäre er auf jeden Fall ein Kandidat gewesen für den Coach of the Year. Definitiv. Jetzt müssen wir uns überlegen, sind wir froh, dass er nicht Coach of the Year geworden ist? Und er deshalb vielleicht dann doch bei uns verlängert hat, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall für die Merlins ein riesen Glücksgriff, dass er nach wie vor hier ist. Auch das Interview von der Big, ich kann nur die Big empfehlen, kauft sie euch, lest sie durch. Sehr, sehr interessant, sehr spannende Ansätze, so von der Philosophie. Er sagt lieber,
Lieber sollen die Spieler schnelle Entscheidungen treffen und einen Fehler machen, wie zögerlich sein. Also er möchte das schnelle Spiel forcieren, das wir die letzten Jahre auch bei ihm gesehen haben. Die Mannschaft wirkt ein Tick athletischer, wie letztes Jahr noch, wenn ich hier so in die Runden schaue. Aber dennoch glaube ich, es sind junge Beine, es sind junge Spieler, es sind hungrige Spieler. Die Spielphilosophie dürfte die gleiche sein. Also da, denke ich, müssen wir auch Ingo noch ein, zwei Fragen nachher stellen, denn es war ja schon ein Schnitt, den man vor der letzten Saison vollzogen hat. Die Mannschaft letztes Jahr war schon jung und auch in dieser Richtung hat man dieses Jahr, denke ich, gescoutet. Da werden wir ja noch einige Infos dazu haben. Mo Stucky ist ja jetzt der Papa der Mannschaft quasi. The real Papa. The real Papa, er ist ja Papa geworden, ich habe es schon gesagt. Und ist jetzt aber auch der älteste Spieler bei uns im Kader. Und aufs Wort ist kommt Ingo da. Zu uns hier, natürlich mit entsprechend Abstand an den Kommentatorentisch. Ingo, wir hatten es gerade von der Mannschaft. Jetzt bist du einer, der bekanntermaßen gerne über Gefühle spricht. Wie fühlt sich für dich so die erste Trainingswoche, die ersten Trainingswochen an mit Blick auf die Mannschaft von außen? Ich glaube, es sind erstmal viele Eindrücke, die du hast. So, also ich glaube, das Positive ist, dass man von Anfang an das Gefühl hatte, es sind gute Jungs, so als Typen. Da war gleich eine gute Stimmung in der Halle. Ja, komm gerne. Also es war gleich eine positive Stimmung in der Halle. Du hast gemerkt, so wie letztes Jahr, einfach die Jungs sind in einem Alter. Dadurch hast du auch wieder so ähnliche Interessen, sage ich mal. Die können über die gleichen Sachen quatschen. Also das war gleich sehr positiv. Man hat aber auch gemerkt, dass die Jungs auf dem Level, glaube ich, noch eine Weile brauchen, um anzukommen. Also sagen wir es mal ganz althergebracht, ein bisschen grün noch hinter den Ohren sind. Da sind noch nicht viele dabei, die schon BBL-Erfahrung haben, außer den Jungs, die wir jetzt letztes Jahr bei uns im Team hatten. Und Trey, der halt in Frankfurt schon mal einen Teil der Saison gespielt hat. Aber die anderen wissen, glaube ich, noch nicht so richtig, was sie erwartet. Also da ist schon noch einiges, glaube ich, an Arbeit, die das Trainerteam da machen muss, damit wir dann auch zum Saisonzeitpunkt da sind, wo wir sein wollen. War das auch mit dem Kriterium beim Scouting dieses Jahr, ob jemand BBL-Erfahrung hat oder nicht? War das wichtig für euch? Ja, dann hätten wir ja ziemlich in die Tonne gegriffen, weil ja keiner dabei ist, der BBL-Erfahrung hat. Nein, wir müssen realistisch sein. Ich glaube, wenn wir scouten, wenn wir Spieler verpflichten wollen, müssen wir irgendwo Abstriche machen. So, wir werden definitiv nicht beim Charakter des Spielers Abstriche machen. Wir versuchen auch bei der individuellen Qualität möglichst wenig Abstriche zu machen. Der Spieler soll athletisch sein. So, ich glaube, das ist was, was wir im letzten Jahr gelernt haben. Da brauchen wir auch wieder die richtigen Leute dabei. Wo kann ich Abstriche machen? In, sage ich mal, unserem Budget, das uns am Ende zur Verfügung steht. Das ist dann einfach die Erfahrung. Denn man muss einfach ganz ehrlich sein, ein Spieler, der sich jetzt seit 6 Jahren in der BBL bewiesen hätte bei einem guten Club, der ist einfach nicht in unserer Range drin. Deswegen sind es Jungs, die das quasi so wie letztes Jahr auch als Sprungbrett sehen, die sich präsentieren wollen dann auf dem Niveau, die es aber auch beweisen müssen. Und das haben sie eben noch nicht. Das ist immer das Risiko, das dabei ist. Aber dafür haben wir halt, sage ich mal, auch Leute, die Qualität haben, die wir uns wünschen. Und das müssen sie halt bringen. Das wird die Kunst sein. Ich sehe gerade Dejan beim Warmwerfen. Ich habe so aus dem Umfeld vernommen, dass Dejan sich relativ schnell auch an die sich der Mannschaft angenommen hat, die jungen Spieler versucht mitzunehmen, die Amis versucht zu integrieren. Ist das seine neue Rolle im Team oder hat er sich einfach da drin gefunden und fühlt sich wohl? Na, ich glaube, Dejan ist auch letztes Jahr einfach schon ein guter Typ gewesen. Einer, den du in der Mannschaft gerne hast, weil er dir die Mannschaft zusammenhält. Einer, der im Training immer 100% dabei ist und ackert und seinen Job erledigt. Und der auch, aber auch gleichzeitig ein lustiges Kerlchen ist. So einer, mit dem du auch mal gerne ein bisschen lachen kannst. Und der im Zweifelsfall auch mal, wenn es schlecht läuft, dann irgendwie trotzdem vielleicht mal mit so einem Kopf hoch und dem Spruch im richtigen Moment die Jungs aufbauen kann. Ich glaube, das ist nichts, was man sich vornimmt. Da ist jemand einfach der Charakter für oder nicht. Und ich glaube, Dejan ist halt einfach ein offener Typ und deswegen auch immer gern gesehen, glaube ich, bei allen. Gutes Stichwort. Wir haben das Jahr die Mannschaft gefühlt sehr schnell kommuniziert und die einzelnen Spieler auch sehr schnell gefunden. Lag das daran, dass wir einfach genau wussten, was wir wollten? Oder ist es mittlerweile auch so, dass wir einfach auch einen Namen haben in der BBL und dass die Spieler dann nicht groß überlegen müssen, wollen sie nach Crailsheim? Sondern dass es einfach klar ist, jawohl, Crailsheim ist jetzt angekommen in der BBL und ich will hier spielen. Ich glaube, das kann man insgesamt nicht so über einen Kamm scheren.
denke, vieles, was du gesagt hast, spielt durchaus mit rein. Also es ist attraktiver natürlich geworden, in Crailsheim zu spielen. Da merkst du schon aus der letztjährigen Saison, dass das im Kopf hängen geblieben ist, bei vielen Agenten auch, die dann natürlich, sage ich mal, ein bisschen offener einem gegenüber sind, als sie es dann in den Jahren zuvor manchmal waren. Natürlich ist es nicht bei jedem Spieler so, aber das ist ja das, was ich eben sagte. Wir müssen halt einfach in unserer Range gucken, unsere Spielertypen, die wir haben wollen, versuchen an Bord zu holen. Und da muss man einfach sagen, es hat dieses Jahr sehr früh geklappt. Thomas und Jonas sind da natürlich auch zwei wichtige Faktoren, die auch ein sehr klares Bild haben, was sie wollen. Und wenn das natürlich mit den angebotenen Spielern dann übereinstimmt, dann gibt es ja auch keinen Grund, das hatte ich schon mal gesagt, künstlich zu warten, so nach dem Motto. Sondern wenn wir das Gefühl haben, es passt, dann sagen wir, okay, wir legen uns fest, dann wird er genommen. Und dieses Jahr ging es halt wirklich sehr schnell. Wir hatten ja jetzt mit Haywood eigentlich nur einen einzigen Spieler, der jetzt später in dem Sinne verpflichtet wurde. Die anderen sind ja jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen eigentlich safe und an Bord. Das ist wirklich sehr früh für unsere Verhältnisse. Wenn man so in die Liga schaut, dann gibt es ja auch Vereine, die sich schon wieder von Spielern trennen. Hat man ja auch gesehen, von dem her gesehen. Aber noch eine Frage zur Mannschaft, Ingo. Es wird ja die Gefahr sein, nach dieser magischen letzten Saison, dass die Zuschauer, die Fans Vergleiche anstellen werden mit dem Team dieses Jahr und mit dem Team letztes Jahr. Frage an dich, kann man das tun? Wird man da den jetzigen Spielern gerecht? Wie sollte man es machen? Also erstmal zu deinem ersten Teil der Frage oder zu dem, was du gesagt hattest, dass sich einige schon wieder trennen. Ich glaube, das wird eher dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr sein, weil ich glaube, der Markt schwierig einzuschätzen war in vielen Fällen. So, weil auch viele Agenten, viele Spieler erstmal so bei den Vertragsverhandlungen Corona ignoriert haben, um es mal so zu formulieren. Deswegen vielleicht jetzt noch ohne Job sind, dann ist vielleicht wieder ein anderer Spieler auf dem Markt, dann funktioniert der nächste nicht, dann wird wieder gecuttet. Also ich kann mir vorstellen, dieses Wechselspiel wird vielleicht dieses Jahr ein bisschen häufiger sein, denn am Ende zählt für alle Spieler, für alle Mannschaften meine ich, die richtige Mannschaft zusammenzubekommen, die richtigen Spieler fürs Team zu haben. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung, das ist nicht zwingend immer die Truppe, die du ganz am Anfang da hast. Dass es so ist wie letztes Jahr, wo wirklich alles gepasst hat, das ist ja eine Ausnahme. Und dann noch einen wie Mo dazu zu verpflichten, als kleinen Knüller obendrauf. Wir können uns ja letztes Jahr wirklich, es gibt ja nichts, was wir da in dem Moment quasi aussetzen können. Und das zu wiederholen, das ist schon verdammt schwierig. Nicht nur für uns, sondern auch für richtige Top-Teams ist es nicht einfach. Ja, mit Lowstucky natürlich ein Spieler, der jetzt endlich es geschafft hat, nach Crailsheim zu kommen und auch zu bleiben. Da haben sich, glaube ich, alle gefreut über einen Rückkehrer. Lass uns, Ingo, auch ganz, ganz kurz sprechen. Nimrod Hilliard, war es dann Zufall oder war es wirklich geplant, dass er nach Crailsheim zurückkommt? War er uns angeboten? Haben wir Kontakt zu ihm gesucht? Eigentlich war der Ablauf ganz normal. Er wurde uns angeboten, wie andere Spieler auch. Er ist von einem Partneragenten, von dem wir auch schon mal Spieler hatten. Thomas hatte Nimm von dem Zeitpunkt an, wo er damals uns verlassen hatte, auch immer auf dem Schirm behalten. Er hatte ja in Dänemark und in Schweden wirklich Top-Leistung gebracht und da war eine Weiterentwicklung zu sehen. Deswegen war er auf dem Schirm und als er dann halt ins Angebot kam, haben wir uns überlegt, kann das vielleicht einer sein? Und jetzt haben wir ihm erstmal die Möglichkeit gegeben und hoffen, dass er sich gut präsentieren kann. Zu dem, was Markus eben gesagt hatte, weil es auch gerade bei Nimm natürlich passt. Meine Hauptaussage auf dieses Mannschaftsvergleichen mit der vorherigen ist, das bezieht sich auch auf jeden einzelnen Spieler. Also vergleicht nicht Nimrod oder Trey mit Dwayne in dem Moment. Vergleicht nicht dann irgendwie Spieler X mit Spieler Y dann halt. Vergleicht nicht McNeese mit Jones dann halt. Und schon gar nicht vergleicht die Spieler halt mit dem, was sie am, sag ich mal, zum Saisonende, als dann Corona kam, gegen Alba geleistet haben, mit dem, was jetzt heute, übertrieben gesagt, hier auf dem Feld zu sehen ist. Das ist jetzt, wir haben insgesamt, was weiß ich, noch keine 10 Trainingseinheiten gehabt gefühlt und die Mannschaft dort hatte Monate zusammen trainiert. Deswegen, ich glaube, ich habe es letztens gesagt, gebt jedem seine Chance, es sind gute Typen und schaut, wer euch gefällt, schaut, wer euer Liebling wird dann dabei und feuert die Truppe an. Ich glaube, das wird sie definitiv brauchen und auch wertzuschätzen wissen. Definitiv. Die Leidenschaft, die Emotionen, die braucht diese Saison genauso. Ich denke, die einzige Leistung, die wir vergleichen können, Ingo, ist deine Leistung. Du bist nach wie vor bei uns, bei den Mördlins. Du bist vergleichbar, aber du bist auch
konstant hoch im Niveau. Vielen Dank für dich an erster Stelle, bitte ich nachher nochmal ein. Aber Markus, lass uns einfach jetzt noch ein bisschen über die weiteren Spieler uns unterhalten. Da muss sogar der Ingo lachen jetzt. Ja, wir schauen uns das Training an und ihr seht schon, wie die Spieler dann auch die Würfe von außen nehmen. Ich würde mit dir gerne ein bisschen über Chamuni McNeese sprechen. Er wird als Nickname wird nur Mooney gerufen. Das ist auch einfacher. Das ist sehr einfacher. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr spannende Namen. Haywood Highsmith, Chamuni McNeese, Nimrod Hilliard the Fourth. Also das sind schon Namen, die bei der Spielervorstellung muss ich mir irgendwas überlegen. Beziehungsweise, lieber Chat, wenn ihr eine Idee habt, so den einen anderen Nickname für die Spieler, haut's raus. Ich bin da sehr dankbar dafür, vielleicht kommt uns eine Idee. Aber zurück zu Chamuni. Ja, Chamuni ist, glaube ich, ein Flieger vor dem Herrn, was ich in Highlight-Videos gesehen habe. 2,8 Meter groß, ist schon Wahnsinn. Und dennoch nur 101 Kilo, 100, also das ist für einen 2,8 Meter großen. Der BMI stimmt. Der BMI stimmt, ja. 24 Jahre, also junger Kerl. Gute Statistiken aufgelegt. Letztes Jahr interessanterweise zusammen mit Tim Coleman bei Solan Vilpas in Finnland gespielt. Wo wir nur die Connection nach Finnland her haben, ich verstehe das nicht. Also mir fällt es beim Scouting ja auch immer auf und ich denke mir dann, wie kommt das? Aber wenn ihr nachher mal Zeit habt und wir hier fertig sind, googelt mal Chamuni McNeese oder schaut auf YouTube das Highlight-Video an. Der Junge hat eine Flugeigenschaft, der schließt über Ringhöhe ab. Das wird definitiv sehr interessant. Wie er dieses Jahr bedient werden kann über Ringhöhe. Ich kann mir vorstellen, es gibt auch das ein oder andere BWL-Top-10-Video von ihm. Ich hoffe, dass wir heute da auch was sehen, denn Gruß geht raus an Steffen. Ich hoffe, dass die Jungs heute auch neben dem Training dann ein bisschen was für euch zu Hause bieten und ein bisschen Show machen. Muss ja jetzt kein Dunking-Contest sein, aber ich hoffe mal, dass die Jungs so das eine oder andere zeigen. Ich wünsche mir so eine Defense wie gerade in den NBA-Playoffs. Da gibt es ja quasi keine, außer im vierten Viertel zu Ende. Das stimmt. Zweifache Verlängerung, das war natürlich ein Hammerspiel. Ja, und wir sehen jetzt hier auch schon ein paar Alley-Oops von Dejan Kovacevic. Die Big Mans trainieren auf der linken Spielhälfte. Das macht Thomas oft im Training, dass er natürlich die Guards auf der einen Seite trainiert und auf der anderen Seite dann seine Assistant Coaches, die Big Mans trainieren, um dann natürlich individuell angepasst zu Da kommt jetzt gleich dann der nächste Alley-Oop von McNeese. Da war gerade schon einer. Ich schau mal in den Chat, ob da mittlerweile Fragen aufgetaucht sind. Ein paar Fragen von euch konnten wir ja gerade mit Ingo auch schon beantworten. Wie heiß seid ihr auf die neue Saison? Ich glaube, das ist ganz klar. Alle hier brennen und machen das Beste aus der Situation. Endlich können die ja mal wieder Basketball spielen. Das ist ja das, was sie wollen. Und der Mannschaftsvergleich, ob die Mannschaft so stark ist wie letzte Saison, daran, denke ich mal, müssen wir uns nicht orientieren. Das wird man sehen während der Saison. Da war der Dank. Da war der von Chamuni McNeese. Lass uns, wo du es gerade gesprochen hast, kurz über Tim Coleman reden. Ich folge ihm auf Instagram. Ich habe jetzt basketballmäßig von ihm noch bisher wenig gesehen, weil natürlich klar, in die Halle kommst nicht rein. Und kannst auch nicht zuschauen, macht man auch nicht in Corona-Zeiten. Ich denke, das ist der gesunde Menschenverstand. Aber ich folge ihm auf Instagram. Und was ich gesehen habe, ist, er versucht zumindest, ich würde sagen, als Versuch abgelten lassen, er versucht zu kochen. Also wohl sehr, sehr kulinarisch unterwegs hier in Greizheim. Habe ich auch schon gesehen. Und er hat auf jeden Fall auch immer einen guten Wein dabei. Also zum Menü. Also er ist da schon, er gibt sich da nicht mit Hamburger und Fritten ab, so die Sportler müssen das ja eh irgendwie anders regeln mit der Ernährung. Zu Vino sag ich Nino. Ja, genau. Tim Coleman, ja. Er wurde letztes Jahr 2019, 2020 auch Player of the Year in Finnland und hat dann die Finalrunde in Israel bei Hapoel Gilboa Galic gespielt und jetzt nach Greilsheim. Ich denke, das ist schon ein Brett. Also von ihm kann man mit Sicherheit Verantwortung erwarten. Hoffe ich, auf jeden Fall. Wer dann letztendlich der Go-To-Guy, wie man ja so schön sagt, wird in der Mannschaft, das, denke ich, braucht auf jeden Fall ein paar Trainings und auch ein paar Trainingsspiele dann,
Aber das wird sich schon rauskristallisieren. Es ist so, wie Ingo gesagt hat, beim Charakter werden, glaube ich, hier bei den Merlins keine Abstriche gemacht. Das muss passen. Und Pure Magic, wir brauchen Leidenschaft. Wir genau, brauchen das ist auch die Antwort, glaube ich, auf die Frage, die uns schon vorher erreicht hat, wie es hier so schnell geschafft wird, dass gute Harmonie im Team herrscht. Ich glaube, das liegt wirklich auch viel am Charakter der Spieler, wie sie dann aufgenommen werden hier. Und passt einfach, sieht man auch jetzt schon, denke ich. Ich muss ganz kurz auf den Chat eingehen. Trötenköter, übrigens sehr toller Nickname, schreibt, ob denn der Tim Coleman gegen Jojo Wieler ein Kochduell machen könnte. Ich erinnere mich an Zeiten sehr damals, ich glaube es war gegen Yoshiko Saibu. Wäre eine spannende Sache, aber ich glaube, da muss er seine Kochskills noch ein bisschen erweitern. Ich würde gerne mit ihr über Fabi Black sprechen. Er war letztes Jahr, ich will den Namen nochmal sagen, einfach das Phantom, wobei er in München einfach auch gezeigt hat, dass er, wenn es drauf ankommt, auch wenn das im Scoring Verantwortung nehmen kann. Unauffälliger Spieler, aber sehr mannschaftsdienlich und auch einer mit einer sehr, sehr hohen Leidenschaft. Das ist unfassbar. Also es war nicht nur in München so. Fabi war auch schon in der Saison einer, der immer vorne wegging. Ich habe ja die Spielerinterviews in der Merlins Bar dann nach dem Spiel immer gemacht. Ein ganz angenehmer Typ. Und was man wirklich auch sagen muss, er hat ja Diabetes, Fabi Black. Und mit dieser Erkrankung den Leistungssport zu machen, den er macht und wie er ihn macht, ist wirklich phänomenal. Und es freut mich ungemein, dass er bei uns geblieben ist. Dass wir ihn kennenlernen durften schon letzte Saison und guter Typ, guter Spieler und er macht viele unauffällige Dinge, da hast du absolut recht und die sind aber auch genauso wertvoll. Definitiv, wen ich mich aufreue diese Saison ist, oder wo ich sehr gespannt bin, ich habe ihn damals in Frankfurt auch irgendwie auf dem Schirm gehabt, ich weiß nicht warum, ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Basketball-Super-Nerd, der weiß, wie jeder gepunktet hat und so weiter, aber Trey Bell-Hines ist mir irgendwie in Frankfurt in Erinnerung geblieben. Der ist Kanadier, 1,88, auch für einen Guard jetzt nicht extrem groß. Er ist jung und hungrig. Wir hatten schon kleinere Point Guards. Ich erinnere da an Frank Turner. Ich glaube, da war eine 7 vorne dran. Frank the Tank Turner war, glaube ich, ein Flummi mit 1,78, 79. Was macht denn der eigentlich? Der hat in Ungarn gespielt, glaube ich. Ich glaube, er ist auch da geblieben. Also ich glaube, er spielt in Ungarn, Frank. Okay. Diese Saison. Ja, Trey Bell-Hines, 15 Spiele für Frankfurt in der Saison 18-19. Das war, glaube ich, seine Rookie-Saison. Ah, wir haben ihn im Bild. Und letzte Saison dann in Helsinki. Und da 12,8 Punkte im Schnitt und 4,8 Assists. Das sind gute Werte, wobei natürlich die Liga in Helsinki... Ich freue mich auf jeden Fall auf den Spieler, denn erinnere dich, wir wollen es nicht vergleichen, aber wie ein Weezy Russell zu uns kam, eigentlich zweiter Point Guard hinter Frank Turner damals. Und ich glaube, so ähnlich wird es sich hier auch einspielen. Trey Bell-Hines, glaube ich, wird den Backup Point Guard von Nimrod Hilliard geben. Da bin ich mir nicht sicher. Wir wetten? Ja, komm, lass uns wetten. Da bin ich mir nicht sicher, ob die sich beide aufteilen können. Es wird am Anfang, denke ich, wird es pari sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, mit welcher Idee reingeht. Und dann am Ende wäre sich... Mein Sohn würde an dieser Stelle immer sagen, Papa, bei den Merlins, da hupt es immer. Da hupt es. Und zwar ziemlich laut. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt sind wir schon bei Nimrod Hilliard. Ja, also ich denke, das ist unser Starting Point Guard, das wird er sein. Und, hast du das mit Thomas schon besprochen, oder? Ja, ich habe Thomas das so gesagt und er wird es so machen. Nein, ich denke einfach Nimrod Hilliard, ich kenne ihn noch aus der Saison 2016-17. Kurze Frage, welche Szene blieb dir in Erinnerung, Nimrod Hilliard? Nimrod Hilliard, leider keine gute, ziemlich hängende Köpfe am Ende der Saison, ehrlich. Oh, also schade, du hast den Gotha moderiert, stimmt? Ja. Ich habe in Gotha das letzte Spiel moderiert. Okay, lass uns fragen, welche positive Szene bleibt in Erinnerung. Nimrod Hilliard, ich sag nur ein Vorname, Craig. Oha, jetzt hast du mich erwischt. Oh, das wollte ich nicht. Aber vielleicht eine Frage an den Chat. Wir binden bei den Chat ein. Oh ja, genau. Was bleibt euch letzte. Hängen, wenn ich sag Nimrod Hilliard und Craig Bradshaw? Was war da in der Saison so toll ist. Was ist passiert? Schreibt es mal in den Chat rein. Derjenige, der richtig hat, bekommt beim nächsten Aufeinandertreffen, wie es auch immer sein wird, von mir ein Bier bezahlt. Ansonsten löse ich es auf und wir trinken nachher gemeinsam eins. Ja, vergiss nicht unsere Wette mit Trey Bell-Hines und Nimrod Hilliard. Genau. Okay, dann das müssen wir nochmal irgendwie festzonen. Aber okay. Training geht weiter. Wir haben übrigens
ein Funfact am Rande. Wir beide haben den Trainingsablauf von Thomas bekommen. Außer mit den Zeiten, wie lange die einzelnen Einheiten laufen werden, konnte ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, also ich kann mal sagen, was jetzt kommt. PNR Automatics. 1 bis 5, Top 2 each side. Roll, Coach, Skip, Point Guard. Und dann 2-2, Top, W over Under. Also ich habe es euch jetzt vorgelesen, das steht hier. Ein ganz klassisches Training, wie es jeder Kreisligaspieler im Basketball auch kennt. So ist es. Ja, nur schneller. Also. Aber ich schaue in den Chat. Da hat jemand geschrieben, Trötenköter. Ah, einfach ein Experte. Silex hat es richtig geschrieben. Christoph Salinger. Ja, es war der Alley-Oop gegen Chemnitz, genau, von der Mittellinie kam der Pass und Craig Bradshaw ist angeflogen gekommen, hat das Ding in der Reuse versenkt. Highlight-Video in der Saison 16-17, ja, genau. Das zum Thema, ich kenne mich nicht aus und ich habe keine Ahnung, mehr Punkte gemacht Craig Bradshaw war bei uns danach ja dann in Karlsruhe ziemlich schwere Verletzung, ja. Mittlerweile verheiratet, der gute Junge, ist in Amerika. Ja, du bist ganz tief im Gossip drin. Ich, du merkst schon, ich mache die Seite heute Abend. Gossip ist das. Insta-Bitch heute Abend. Ich folge so ziemlich allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Markus Heffner, das H steht für. Keine Namen haben wir gesagt, nur Vornamen. Oh, keine Namen, Daniel, nur. Okay. Danke, ja, Markus spät. H. aus K. Aber lass uns bei lass uns beim Trash Talk bleiben. Nee, Doch, nicht Trash Talk, lass uns bei Gossip bleiben. Okay. Maurice Stuckey ist Papa geworden und. Aus meiner eigenen Erfahrung, normalerweise nimmst du 2, 3, 4, 5 Kilo zu pro Kind, aber er ist nach wie vor ein Athlet vor dem Herrn. Absolut, absolut. Also muss man sagen, Mo Stuckey, ich kann mich noch erinnern, sein Blowout-Game hat er ja letztes Jahr gegen Braunschweig gemacht. Du erinnerst dich, ein Dreier nach dem anderen und er ist danach wirklich total fertig auf dem Boden gesessen und war ausgepumpt, aber... Man hat es auch in München, finde ich, im Endturnier gesehen, gibt immer alles bis zum Schluss, bis es eigentlich gar nicht mehr geht, bis die Tube leer ist. Maurice Stuckey hier, ja? Und Ingo sagt es vorhin, auch ein gutes Signal an unser Programm, dass er natürlich in Kreisheim geblieben ist. Mit Sicherheit hat auch eine Rolle gespielt, dass seine Freundin oder Frau, das weiß ich gar nicht, müsst du mal vielleicht auf Instagram bei ihm schauen, Markus, aber dass seine Frau oder Freundin in Würzburg wohnt, ja. Und er dann natürlich auch ganz kurze Wege zu seiner Tochter hat, meine ich. Absolut, absolut. Und natürlich auch kurze Wege hier in Crailsheim, denke ich. Ich finde es gut, dass wir mit ihm einen Spieler haben, der auf jeden Fall langjährige BBL-Erfahrung hat und der auch den jungen Spielern, die ja jetzt größtenteils 24 sind oder wie Radi Kaisin, über den wir sicherlich auch gleich reden, 19 Jahre alt und da glaube ich ist so ein Spieler wie Mo Stuckey enorm wichtig, um seine Erfahrung einfach da weiterzugeben. Und wenn die jungen Wilden, so wie es Ingo letzte Saison mal gesagt hat, die Zügel verlieren, dass da einer da ist, der die dann auch wieder in die Hand nimmt. Ja, ja, ich suche gerade Radi. Wo ist er? Hat ihn die Kamera schon gefunden? Ja, da steht er. Schwer für die Kamera zu finden. Ja, er steht Jonas jetzt gerade hinter Jonas und Jonas hat ein breites Kreuz. Der übrigens auch auf Instagram jeden Morgen hier, glaube ich, 6 Uhr 2,5 Tonnen Gewichte durch die Halle schmeißt. Okay. Also auch er ist einer, der mittlerweile auch versucht, wieder zu danken. Also folgt ihm auf Instagram, dann werdet ihr auch sehen. Lass uns über Radi Kaisin sprechen. Er ist unsere zukünftige Nummer 13, Shooting Guard. Jeder, der das Endturnier in München gesehen hat, wo er für Ludwigsburg gespielt hat, muss ihm ja aufgefallen sein. Vizemeister immerhin und kommt dann zu uns nach Crailsheim, zu den Hakro Merlins. Wie passiert sowas? Ja, es gibt da nur noch einen Verein, der besser ist. Wenn du Vizemeister bist, kannst du nur noch zu einem Verein gehen, der besser ist. So, das hat er an der Stelle getan. Okay, lass uns wieder realistisch werden, Daniel. wie passiert sowas? Ist es, dass dann Radi sagt, ich möchte gerne eine größere Rolle und sieht die dann aktuell in Ludwigsburg nicht? Oder hat er die Karriere von Seba Herrera sehr, sehr gut verfolgt und sagt sich, hey, bei den Merlins, das ist ein Team, da kann ich den Weg machen. Ich glaube beides. Ich glaube auch, dass Thomas einer ist, der im Scouting junge Spieler möchte und auch viel mit ihnen spricht, viel über die Philosophie spricht und darüber natürlich auch den einen oder anderen Spieler gewinnt. Natürlich, die Geschichte mit Sepa ist phänomenal, aber ich glaube auch, dass Thomas da sehr viel mit ihm gesprochen hat, ihm eine gewisse Aufgabe gegeben hat, in ihm auch ein gewisses Potenzial sieht und das gilt jetzt für ihn. Absolut. Ich meine, der Junge ist 19. Also das ist natürlich
auch echt noch kein Basketballalter. Der hat noch 2, 3, 4 Jahre, um sich auch zu etablieren, um ein gestandener BBL-Spieler zu werden. Ja, wir haben hier auf jeden Fall also wirklich Experten hier bei uns, auch bei Facebook. Carsten Beck hat geschrieben, Craig Bradshaw hat seinen Zahn während dem Spiel verloren, beziehungsweise einen Ellenbogen abbekommen. Das ist auch richtig, aber das war leider kein Highlight, das war eher ein Lowlight. Das war ein Lowlight, ja. Ansonsten alle hier wirklich im Chat up to date, sage ich mal, richtige Experten. Freut uns natürlich. Schickt uns einfach eure Fragen. Wir versuchen nachher auch noch mit Martin Romming natürlich zu reden. Ja, der sitzt schon oben. Da können wir eigentlich gleich genau. Zu uns holen, Martin. Ein Stichwort und die Leute kommen zu uns. So muss das sein. Übrigens, wenn ihr jetzt alle zu Hause gerade ein Glas Sekt in der Hand habt oder auch eine Kerze anzünden wollt, Martin hatte Geburtstag vor kurzem und ihr könnt dann Happy Birthday singen. Aber er ist noch in keinem Alter, wo man Kerzen anzündet. Nö, lass mal. So habe ich das nicht gemeint. Hallo Martin, grüß dich. Servus Markus. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Von allen, die zuschauen und von allen, die es vergessen haben, zu gratulieren. Ich sehe gerade, dass mich der Kameramann von der Seite filmt. Danke dafür. Martin, wir haben gerade versucht, oder wir haben gerade den Großteil schon der Mannschaft vorgestellt. Wie nah bist du eigentlich noch am Team dran als Geschäftsführer? Siehst du sie täglich noch im Training oder ist das was, wo du mittlerweile auch gar keine Zeit mehr für hast? Ja, ist ein bisschen schwierig gerade. Natürlich ab und zu spickelt man rein, ja, aber man ist doch mit vielen anderen Sachen beschäftigt momentan. Gerade mit dem Hygienekonzept, mit tausend anderen Sachen, wie man das irgendwie hinkriegen können. Berlin, München, Köln, das sind so ein bisschen unsere Kommunikationsstränge gerade. Und wir wollen halt einfach versuchen, dass man zum Saisonbeginn möglichst viele Zuschauer, was auch immer das heißen mag, wieder in die Halle bringen können. Ja. Da haben wir auch gleich eine Frage aus dem Chat. Wann kann man mit einem Ergebnis rechnen, welche und wie viele Fans eventuell zu den Spielen wieder kommen können? Schwierige Frage, oder? Schwierige Frage. Laut unserem Top-Virologe, Herrn Keinzinger, also das ist unser Top-Virologe, der sagt, wir haben die geilste Halle Deutschlands, nicht bloß von der Stimmung her, also das weiß er ja nicht, aber zumindest von der Belüftungssituation. Ob uns das jetzt in irgendeiner Form irgendwas bringt, das werden wir ja sehen, wenn das fertige Konzept auch bei den Ämtern vorliegt und man dann auch, den nächsten Schritt sich traut zu machen. Wir sprechen ja auch von einem Politikum, ja, also da müssen wir auch erstmal abwarten, wie stichhaltig ist das Ganze, wie belastbar ist es und zu welcher Entscheidung können sich auch die lokalen Ämter dann auch durchringen. Ja. Lokale Ämter, jetzt denke ich mal an die Kreisheimer Stadtverwaltung, hat einen großen Schritt getan, hat den Hangar gekauft und natürlich auch den Mörlins eine gewisse Möglichkeit gegeben, dort sich zu platzieren. Gibt es dort aktuelle Informationen? Wie ist da der aktuelle Stand? Na gut, der aktuelle Stand ist, dass wir jetzt in Baden-Württemberg noch Ferien haben und dadurch nächste mögliche Schritte jetzt noch nicht wirklich eingeleitet werden konnten. Und von daher, wir sind super, super froh, dass der Gemeinderat diese Entscheidung getroffen hat. Und wir wünschen uns und hoffen, dass alle Crailsheimer das wirklich als Crailsheimer-Lösung sehen. Nicht nur als Heimstätte für die Merlins, sondern insgesamt, dass wir es schaffen, also mit vereinten Kräften, Crailsheim noch attraktiver zu machen. Und das wird das Entscheidende sein, ja, ob alle mit an Bord sind. Also Brigitte Fischer-Lieben singt dir ein Ständchen, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Und Steffen Förster, den kennen wir ja, sagt Präse, winke mal, aber wir haben leider keine Kamera gerade da. Genau. Steffen, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Ja, aber ja. Martin winkt auf jeden Fall mal. Alles. Martin, vielleicht so zur weiteren Planung. Es wird jetzt ein Testspiel geben in Frankreich und richtig. Dann geht's nach Chemnitz. Richtig, richtig. Warum Chemnitz? Ist es die Trainingsmöglichkeit, die es da jetzt gibt? Ich habe gelesen, die haben ein neues oder renoviertes Trainingszentrum jetzt da, dort, das sehr gute Möglichkeiten bietet. Naja, ich denke, die Chemnitzer, die wollen uns ja ausspionieren und deswegen haben sie uns einen Sonderpreis gemacht. Jetzt kannst du winken übrigens, jetzt kannst du Steffen winken. Jetzt ist er. Jawohl. Hi. Aber das Ständchen kann ich trotzdem nicht hören. Nee,
Sicher auch nicht so. Ist auch schon vorbei, nächstes Jahr wieder. Nee, also Gries Oberhofen, das ist der kleinste Pro B-Standort. Pro B ist in Frankreich zweithöchste Level. Mhm. Da haben wir letztes Jahr schon ein Testspiel absolviert. Coole Halle, coole Ortschaft. Also ich glaube, das ist so 1500 Mann Seelendorf. Also kleinster Standort im professionellen Basketball. Und von daher auf jeden Fall absolut lebenswert. Also erinnert mich ein bisschen an uns, ja, was das ganze Thema anbelangt. Also mit großer Leidenschaft dabei. Haben auch ein cooles Testspiel abgeliefert letztes Jahr. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn alles gut geht. Ja, wenn die Behörden uns auch die Rückreise erlauben, ohne Einschränkungen. Wir gucken ja auch jeden Tag auf die Berichte und Verfügungen. Und von daher wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, ob das hundertprozentig in trockenen Tüchern ist. Also die Grieshofen-Oberhofener sind natürlich cool und verkaufen Karten munter. Also wer aus Crailsheim anreisen will und keine Quarantäneprobleme hat, der darf es gerne tun. Freuen uns über jeden Zuschauer. Und was Chemnitz anbelangt, ja, also wir hatten letztes Jahr das Camp in Hamburg, in Rostock. Und auf jeden Fall war das eine gute Veranstaltung, um auch die Mannschaft ein bisschen näher zu bringen. Und wir haben uns halt ein bisschen umgeschaut. Und Chemnitz ist jetzt wirklich deutlich weniger weit für uns. Und wir haben dann auch gesagt, wir bleiben in Deutschland, ist auch klar. Wir waren ja auch schon in Belgrad im Camps, was ja auch immer sehr gute Bedingungen für uns hatte. Und jetzt gehen wir halt mal nach Chemnitz und missionieren ein bisschen. Auch bei Chemnitz natürlich auch irgendwie alte Erinnerungen weckt. Also ich denke hier an Schlachten in der Hackrohr Arena gegen Chemnitz. Während dem Spiel immer sehr, sehr hart, aber nach dem Spiel sehr freundschaftlich. Auf jeden Fall. Also ich habe auch schon einige Anfragen gehabt, ob ich mit dabei bin. Bis jetzt bin ich nicht dabei. Da wäre mit Sicherheit das eine oder andere Bierchen geflossen. Also nicht bloß die Heimspiele hier waren Highlight, auch die Auswärtsspiele. Richard Hartmann Hölle. Alle, ja, also alte Sigurd Ziegenhagen. Genau, also ich kann mich noch an die Zeiten mit Arne Ahlig erinnern, wo wir da zusammen die meist gehasstesten Personen in Chemnitz dann war waren. War das nicht das Spiel, wo Arne Ahlig auch geblockt hat von der Trainerbank aus? Genau, also das war der einzige Block von einem Trainer während einem laufenden Spiel. Der nicht geahndet wurde. Schiedsrichter haben gesagt, einwandfrei geblockt, ohne Foul, also alles gut. Ja. Und der stand ja außen. Ja. Na. Aber das zu Chemnitz. Grüße gehen raus an Patte, wenn er zuschaut. Das waren immer sehr, sehr schöne Spiele. Aber wir wollen nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern nach vorne schauen. Wir sind gerade bei den Spielern gewesen, Martin. Jeremy Jones. Der Name ist uns allen geläufig. Jeremy Morgan ist weg, Aaron Jones ist weg. Das ist die Kombination aus beiden, oder? Auf jeden Fall. Genau so haben wir agiert. Also Gratulation, dass du da drauf gekommen bist. Also der Daniel ist einfach ein Fuchs. Ein Fuchs. Ja, genau. Die nächste Frage darf Markus stellen. Ich stelle nur die Fragen aus Bunte und Frau im Blick. Du weißt das ja, ich kann Martin jetzt über Privates fragen, aber das tue ich nicht. Nee, Martin, ich glaube, wie sieht es in dieser Saison dann mit den anderen Mannschaften aus? Wir sprechen jetzt hier über das Profiteam, wir stellen heute das Profiteam vor. Was ist für die anderen Mannschaften möglich? Was ist für unser Regio-Team möglich? NBBL, JBBL, gibt es da Konzepte? Was wird da laufen? Oder gibt es da noch gar nichts? Also wir versuchen so viel Normalität wie möglich reinzubringen in den Trainingsalltag. Ich meine, wir haben knapp 200, wir haben 200 aktive Jugendliche im Programm. Natürlich gab es dann auch erstmal eine Verordnung, so kann man fast sagen, von der Abteilungsleitung oder hier von der Spitze, dass alle Leute, die im Ausland gewesen waren oder Urlaub gemacht haben, ja, auf jeden Fall getestet werden. Ansonsten zweiwöchige Quarantäne, also von uns intern. Also wir wollten auf jeden Fall versuchen, möglichst keine Baustellen aufzumachen oder irgendwelche Lücken offen zu lassen. Bei der ersten Mannschaft ist es ja so, dass die wöchentlich getestet werden vor den Spielen.
Und gut, das kann man natürlich im Amateurbereich ja nicht komplett durchgängig leisten. Also diese Pandemie, in Anführungszeichen Spaß, das kostet uns Schweinegeld. Und ja, so richtig klar ist noch nicht allen, wohin der Hase insgesamt läuft, was die Kosten anbelangt. Aber jetzt versuchen wir einfach mal guter Dinge zu sein und so gesund wie möglich hier durchzukommen. Genau, sprechen wir wieder über das Profiteam. Die Frage haben wir Ingo gerade gar nicht gestellt, aber wir können sie natürlich dir stellen, auch aus dem Chat. Wie sieht das Saisonziel dieses Jahr aus nach so einer magischen Saison letztes Jahr? Ja, die magische Saison war, dass wir als klassischer Abstiegskandidat auf dem dritten Platz die Saison beendet haben oder die Saison abgebrochen worden ist. Also wir haben, eher was die Zielsetzung intern anbelangt, keine größeren Ziele jetzt im Visier, als dass wir überleben in dieser Zeit. Und nichts anderes ist es. Wir waren letztes Jahr die Mannschaft wahrscheinlich mit dem kleinsten Etat. Wir werden es dieses Jahr auch wieder sein. Also unsere ganze Mannschaft hat uns verlassen. Wir wurden gerupft wie eine Weihnachtsgans. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man die Mannschaft, die wir letztes Jahr hatten, dieses Jahr fürs Minimum Dreifache hätten unser Spielerbudget erhöhen müssen. Also dann muss jedem klar sein, dass das nicht mit einfachen Mitteln geht. Es hat auch bei mir keiner angerufen und hat gesagt, ey, pass auf, ich zahle jetzt für meine Karte das Doppelte, ja, damit wir den und den und den halten können. Das ist zwar immer Wunschdenken, aber wir sind auch angewiesen auf Stabilität im Umfeld. Also wir rechnen mit realistischen Zahlen und deswegen haben wir auch realistische Ziele. Ja. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung an jungem Talent. Und jetzt wird es halt darum gehen, wie schnell können wir da eine Einheit daraus formen und wie schnell können wir auch Erfolge erzielen. Natürlich ist es wichtig, irgendwann mal zu gewinnen, ja? Und über diese Siege auch Selbstvertrauen auch also zu generieren. Und wir waren einer der zwei glücklichen Mannschaften letztes Jahr, wir und Alba. Okay, vielleicht Ludwigsburg noch ein bisschen, ja, aber ansonsten, glaube ich, hatten alle anderen Mannschaften nur Stress und wenig Spaß. Ja. Martin, vielen Dank. Vielleicht ein Fazit von dir, da eine Info. Wer ist denn derjenige, der die meiste Stimmung ins Team reinbringt aus deiner Sicht? Ich würde sagen Dejan und ich würde sagen Nimrod. Ja, das sind so die zwei. Nimrod ist ja unter die Hundebesitzer gegangen, deswegen haben wir nicht verpflichtet, weil wir alle Tierfreunde ich sind. Ich habe es gedacht, also wir, nein. Ja, hat sie aber schon gedacht. Hat sie aber auch gut eingeordnet. Also Kalle ist weiterhin der Boss Nimrod in der Halle. Ja. Und Kobe muss halt hören. Kalle und Kobe klingt aber auch irgendwie nach Dream Team, oder? Ja, also Kalle ist der ziemlich entspannt hier liegt. Ich weiß nicht, ob die Kamera mal drauf geht. Ja. Also der ist entspannt, was die Mannschaft anbelangt. Hat keinen Stress, regt sie nicht auf. Und Kobe ist noch jung und wild und will immer spielen. Und Kalle will eigentlich seine Ruhe haben. Ja. Gutes Schlusswort. Wie das Herrchen so, ne, quasi. Das passt ja dann, Martin. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja. Danke dir. Wir machen mal weiter. Das gerade findet ein schönes Trainingsspielchen statt. Genau. Wo wir einfach mal direkt reingehen. Ich habe gerade den Namen Jeremy Jones schon fallen lassen. Ah, da ist Kalle übrigens. Das inoffizielle. Oh, da bekommt aber Martin große Augen. Martin legt sich jetzt gleich dazu. Ja. So muss man sich abends das vorstellen. Kalle ist das inoffizielle Maskottchen der Hakro Arena. Wirklich ein sehr, sehr genügsamer Hund, der übrigens zwei verschiedene Augenfarben hat. Mensch, und Grüße gehen raus. Wir haben Martin das natürlich ausgerichtet, das Geburtstagsständchen, liebe Brigitte Fischer-Lieben aus Virginia, schaut sie zu. Wie spät ist es jetzt in Virginia? Weiß ich nicht, man müsste diejenigen irgendwann fragen, nachts, wie spät es ist. Oder? Brigitte, schreib mal rein, wie spät es bei dir ist. Aber super cool, dass du aus Virginia zuschaust. Natürlich so wie alle, die uns zuschauen und die hier eifrig bei Facebook und YouTube schreiben. Thomas, ob es Verträge gibt über 2 Jahre, das können wir hier sowieso nicht klären. Und es ist 15 Uhr in Virginia. 15 Uhr hat die Brigitte noch gar nicht geschrieben. Zeit wer weiß erste das? Bier. 15 Uhr? Ja. Ja, das geht ja. Ja. Okay. Also da kann man doch mal schon ein Miller
Lights trinken. So. Nein. Ich hoffe auch, in Virginia gibt es gute Engelkeller. Jeremy Jones war das Stichwort. Ja. Er war letztes Jahr in Kapfenberg in Österreich. Zur österreichischen Liga fällt mir eigentlich nur ein, dass ich ab und zu bei Sky überträgt, die erste österreichische Basketballliga. Das ist so das einzige, die einzigen Berührungspunkte, die ich mit der österreichischen Liga habe. Bei ihm bin ich sehr gespannt, wie schnell er an das Niveau rankommt, das in der BBL ist. Fun Fact, 24 Jahre alt, Trikotnummer, Daniel. 24. Wahnsinn. Also auch da, glaube ich, steckt System dahinter. Aber auf jeden Fall auch ein Athlet, über zwei Meter groß, 97 Kilo schwer. Da seht ihr ihn im Bild mit dem Rücken und der netten Rasta-Frisur. Das ist Jeremy Jones. Man sagt ja, dass der Schritt von der österreichischen Liga zum Beispiel in die BBL schon ein großer ist. Deswegen, ich bin auch gespannt. Small Forward, ja. Einer, der geblieben ist. Ich glaube, wir haben noch nicht über ihn gesprochen. The Daddy. Dejan Kovacevic. Jawohl. Wir hatten ganz am Anfang hatten wir es kurz von ihm mit Ingo Enzka zusammen, der geblieben ist. Martin sagte gerade eben auch, er ist einer, der für die Stimmung sorgt. Und bei ihm bin ich auch gespannt, ob er das Niveau des Turniers in München halten kann. Weil dann, glaube ich, ist er wirklich eine Unterstützung für uns. Ansonsten ist er eine Unterstützung fürs Team, zur Integration. Und jetzt einfach noch die Leistung von München abrufen. Und dann kann das auch für ihn eine richtig gute BBL-Saison werden. Im Gegensatz zur letzten Saison haben wir, glaube ich, zwei ziemlich ähnliche Fünfer von der Statur her. Du siehst auch, McNeese ist jetzt auch nicht so der Brecher, der Kasten, sage ich jetzt mal, der John Bryant, ja, sondern eher extremer Vergleich, eher athletisch unterwegs. Und auch Dejan ist ja so eher der Athlet, sage ich mal. Das wird sicherlich interessant. Ihr habt es leider vorhin im Bild, glaube ich, nicht sehen können, aber es sind schon die ein oder anderen LA-Oops von McNeese hier versenkt worden. Und das nicht irgendwie am Ring, sondern würde man sagen, so halber Meter drüber. Ja. Ja. Mit Sicherheit einen halben Meter, wenn nicht sogar noch mehr. unsere Nummer 7, der Name, da brauchen wir einen Spitznamen. Haywood Highsmith. Ist es Hey oder keine Ahnung? Auf jeden Fall Haywood Highsmith, der neueste Neuzugang. Ja. War jetzt auch eine Woche lang logischerweise in Quarantäne, beziehungsweise zwei Wochen, so wie es Martin gesagt hat. Wurde positiv freigelassen, weil er negativ getestet wurde. Jetzt aber hast du aber gerade noch die Corona-Kurve bekommen, Daniel. Also genau. Er hat zwei negative PCR-Tests. Flatten the curve. Die Spieler müssen zwei Tests nachweisen, wenn sie hier nach Deutschland kommen, bevor sie Kontakt zu anderen Spielern haben dürfen. Und das war eben jetzt gestern der Fall, dass Haywood den zweiten negativen Test hatte. Und deswegen ist er heute quasi erstmals im Mannschaftstraining auch. Und da war die Spieluhr abgelaufen, das heißt, der Korb hätte auch nicht gezählt. Ja, aber auf ihn bin ich gespannt, wie er sich integriert und welche Rolle er in der Mannschaft bekommt. Er hat in der G-League gespielt bei den Delaware Blue Coats. Das ist das Farmteam von den Philadelphia 76ers. Da erinnere ich mich an, wir hatten auch mal einen Spieler, der von den Philadelphia 76ers kam. Ich erinnere mich nicht, war das nicht Thompson? Thompson. War das Tom? Hollis Thompson? Hollis Thompson. Wer kennt ihn nicht? Hat, glaube ich, 10 Spiele bei uns gemacht. Aber am Ende haben wir die Klasse gehalten und dann war auch das an der Stelle in Ordnung. Ja, Haywood Highsmith integriert sich natürlich noch. Der letzte Spieler ist immer so einer, wo ich denke, das ist auch einer, der Verantwortung übernehmen soll und auch Verantwortung übernehmen wird. Ja, das war so die Mannschaft in der letzten Stunde. Ich schaue mal noch Lass uns mal vielleicht bei YouTube noch, rein. Daniel, ja, so ein paar Worte von dir zu unseren Jugendspielern, die jetzt hier am Rand stehen, zu den dreien, die das Training verfolgen. Ich glaube, über Alexa Kovacevic müssen wir nicht mehr viel sagen. Den kennt Basketball Deutschland seit dem Turnier in München. 18 Jahre alt. Und dann so eine Wahnsinnsleistung in München da abzurufen. Sicherlich auch ziemlich befreit aufgespielt. Er ist ja ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon geht, für dieses Homegrown-Programm. Ja. Sprich, dass Spieler, wenn sie 3 Jahre beim... Oder ich weiß nicht, genau, sie, weiß, ich das mein, ist mein Basketball halt. Sie müssen das Jugendprogramm durchlaufen haben, genau, aber ich kann ja nicht genau sagen, ja, wie viele Jahre. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich wirklich, wirklich gespannt auf Alexa. Da sehen wir ihn ganz links. In der Mitte dann Carlo Kos, Neuzugang aus Zagreb. Ja. 22 Jahre alt, ein Forward. Und ganz rechts war Matej Zeidl. Zeidl aus Tschechien, 17 Jahre alt.
Also die drei gehören quasi dann zum erweiterten Kader der BBL-Truppe dazu. Ja, wir nähern uns langsam schon dem Ende unseres Streams. Ich will noch auf eine Frage eingehen, die aus dem Chat kam. Werden Vorbereitungsspiele aus der Hakro Arena auch rausgestreamt? Ja, werden sie. Es wird ein Spiel geben, das gestreamt wird. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, welches Spiel. Aber es wird auf jeden Fall ein Spiel geben, das wir aus der Hakro Arena heraus übertragen. Das freut mich auf jeden Fall. Schade, dass es nicht beide sind, aber eins ist ja auch in Ordnung, sage ich mal. Und ich bin mal gespannt. Übrigens hat uns Brigitte aufgeklärt, es ist nicht 15 Uhr, es ist 14 Uhr in Virginia. Jetzt könnte ich sagen, wo die Info herkam, aber ich sage nicht, dass es unser DJ war. Ja, genau. So, wir sind gleich wieder im Bilde. Wir sind im Bilde. Die Mannschaft bespricht sich nochmal. Vom Gedanke her, es werden immer Spielzüge besprochen, dann werden sie gespielt und am Ende natürlich gewinnt die Mannschaft, die mehr Punkte hat. So ist das im Basketball. Heute und die Verlierer bauen ab. Genau, so ist es. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr mit uns heute diese, ja auch für uns etwas ungewöhnliche Spielervorstellung verfolgt habt. Ich würde gerne mit dem einen oder anderen jetzt noch ein Bier an der Bar trinken oder eine kleine Fanta ohne Eis. Das geht leider nicht, aber dennoch bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr alle heute hier wart. Wir sehen uns alle hoffentlich wieder in der Arena Hohenlohe und allerspätestens oder das nächste Mal sehen wir uns dann beim Stream, wenn wir das Testspiel übertragen. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.